So, da trifft er ein. Technische Abnahme ist gelaufen. Ja, Serie, ist original, ist dabei. So, die Stars der Manege laufen ein. Also nicht in der Größe, sondern auf den Fahrerstand. Hier handelt es sich um das B-Finale 17-5, das zweite. Alle Rollenarme bitte ein. Transponder zählen alle. Die Startreihenfolge, wie gehabt. Uwe, Helge, Hans-Günther, Christoph, Klaas und Christoph Stümpel. So, dann formiert euch mal bitte auf die Startposition. So wie eben. Jupp, das passt, Uwe. Perfekt, jawohl. Das sieht sehr gut aus. Helfer haben wir da. Fahrer haben wir da. Helfer, Achtung, Fahrer, Achtung. Start innerhalb der nächsten 10 Sekunden. So, ihr seid gestartet. 8 Minuten laufen ab jetzt. Da gab es schon den ersten Überholvorgang. Klaas hat sich da eine Position nach vorne gearbeitet. Sehr sauberer Start, muss man hier wirklich sagen. Hundertprozentig, vorne geht schon wieder sehr eng zu. Uwe noch auf 1, auf der 2 der Helge. Sehr schön anzusehen. Ich glaube, die Jungs haben sich langsam durch die Strecke eingeschossen auf unser Halbgrip-Paradies hier. Dahinter gönnen die Jungs sich auch nicht das Schwatte unter den Fingernägeln. Sehr schön anzusehen hier. Sehr faires Fahren, leichter Fehler durch Helge. Dadurch kann Uwe einmal durchatmen, aber ich glaube nicht lange, weil Helge, der macht richtig Druck. Sehr sauber gefahren, leichter Fehler durch Uwe, Helge wieder direkt dran. Oh, das ist schon wirklich Windschatten, Schlagdistanz. Das ist nicht viel, Haaresbreite. Ganz hinten dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, da geht das auch wirklich um Haaresbreite. Oh, und beide synchron aufs Dach, Vorsicht auf der Geraden, Vorsicht auf der Geraden. So, beide Autos stehen wieder, unter sich geklärt. Uwe und Helge profitieren von gar nichts. Die sind jetzt beide auf die letzten Positionen zurückgefallen. Uwe auf die 5, Helge auf die 6. Wollen wir mal gucken, was das denn das Gesamtpositionierung hier bringt. Ich bin schon ganz durcheinander. Das ist ja ein Spannungsfaktor, den wir hier auf der Lübbelhorst-Cam haben vor allem. So, dann jetzt neue Positionierung nach diesem Ereignis. HG, Busse, Stünkel, Kollert, Uwe und Helge. Oh, da war ein leichter Fehler zwischen den beiden und gleiten. Dadurch hat Uwe jetzt wieder auf die 4 vorgefahren, Helge dahinter. Die beiden haben natürlich auch einen guten Speed drauf hier, die pushen sich jetzt immens und die wollen natürlich 1 und 2 wieder haben, ist klar. Auf Platz 1 hier, das Urgestein, unser Hans-Günther Heitsch, gefolgt von dem Christoph Busse. Dahinter Uwe und Uwe macht einen Fehler. Dadurch ist Helge jetzt auf die 3 vorgerutscht. Ja, Helge hier ein alter Hase, der lässt sich das nicht nehmen, dass er nach hinten weggefallen ist. Den kennt der Lümmelhorst auch, wenn er rückspiegelt, der kann richtig Druck aufbauen. Und der wird jetzt auch mit aller Macht wieder versuchen, vorne an die Spitze zu kommen. So, ihr habt noch 5,5 Minuten zu fahren. Da geht noch einiges. Oh, der Moderator hat erstmal hier einen kräftigen Schluck aus der Energy-Dose genommen, die damit jetzt auch leer ist. Dose Nummer 2 oder 3, ich weiß es gar nicht. Blick auf die Strecke, HG noch auf 1. Gefolgt von Christoph Busse, Helge Behrens, Uwe Korte-Arneberg. Dahinter der Christoph Dünkel und dahinter der Klaas Poller. So, dann schauen wir mal, wo sind wir denn? Helge pirscht sich langsam ran. Zeiten, HG im Moment 11,5. Christoph Busse 11,6. Helge Behrens 11,1, letzte Runde, Uwe 11,3. Kann er nicht ganz so mitziehen. Helge, der will jetzt versuchen, wirklich wieder an die Spitze zu kommen. Ja, sichtlich kommt er auch schon ganz schön dran. So, 4 Minuten 30 auf der Uhr. Helge nähert sich mit ganz großen Schritten. Da wollen wir mal gucken, was da hier gleich auf den vorderen 3 Positionen abgehen wird. HG auf der 1, Christoph Busse auf der 2, Helge Behrens auf der 3, ganz dicht hinter denen. Das wird gleich eine schöne Dreierperlenkette werden.
Sehr schön, jetzt sind alle drei in unmittelbarer Schlachtdistanz zueinander. Fahren hier auf nahezu 2 Meter durch die engen Schikanen des Outwork Racing Teams. Oh, da macht der Helge Behrens auch schon mächtig Druck auf den Christoph Busse. Sehr schön anzusehen, sehr souveränes Fahren von den dreien da vorne. Ihr habt noch 3 Minuten und 40 auf der Uhr. Alle drei saubere Linien hier, hundertprozentig. Zeitenmäßig sind wir da, oh man, 11.6 der HG, Christoph auch die 11.6 und der Helge eine 11.4. Er hat ein bisschen mehr Speed, aber vor ihm muss er erstmal überholen. Das wird nicht so leicht sein. Oh, leichter Touchierer, aber alles fair geklärt, sehr faires Fahren hier. Ja, da ist der Uwe auch schon wieder dran, weil Helge den Speed nicht ganz umsetzen kann. Also haben wir da vorne sehr schöne Kämpfe um 1, 2, 3 und 4. Die Jungs befinden sich in nicht ganz 2 Sekunden Zeitabstand. Alle 4 Autos. So, der HG wieder einen ganz kleinen Vorsprung. Dahinter 2, 3 und 4 dicht beieinander. Ihr habt noch 2 Minuten 30 auf der Uhr. Oh, leichter Fehler durch Christoph. Au, Helfer. So, klärt ab. Das war okay. So, Sortierung passt. HG kann, glaube ich, durchatmen jetzt. So, was haben wir denn? HG immer noch auf der 1, Christoph Busse auf der 2, Helge Behrens auf der 3, gefolgt von Uwe Korda, Hanesel, Christoph Sönkel und dem Klaas Pollert. Fokus momentan hier, Helge Behrens und der Uwe. Sehr dicht beieinander, denken Sie nicht, dass Watter unsere Fingernägel. So, Heitschi kann glaube ich ein bisschen durchatmen, was noch nicht heißt, dass er sich ausruhen darf oder kann. Ein 40 habt ihr noch auf der Uhr stehen. Helge auch ganz, ganz dicht an Christoph Busse dran. Sehr schön anzusehen, wie die beiden da fighten. Oh, leichter Fehler durch Christoph. Und da ist der Helge auch schon vorbei. Jetzt Helge auf Position 2 nach der nächsten Zielschleife. Jawohl, der Helge Behrens jetzt wieder auf 2. Fehler durch Uwe, Helfer, Helfer. Da kann Helge, glaube ich, erstmal durchatmen. Uwe hat seine Kiste aufs Dach gelegt. Ich höre gerade, er wurde umgedreht. Ich weiß nicht, ist das, klärt das unter euch? Habe ich leider gerade nicht richtig gesehen von hier aus. So, ihr habt noch 50 Sekunden, die letzten 50 Sekunden laufen. Positionierung. Hans Günther, Helge, Christoph Sünkel, Christoph Butte, Klaas und der Uwe momentan auf dem letzten Platz. HG ist ziemlich weit vor dem Helge. Ich denke mal, wenn der keinen Fehler mehr macht, der souveräne, alteingesessene Veteran der deutschen RC-Szene, dann wird er das Ding hier nach Hause fahren können für den Lauf. Helge momentan auf dem Platz 2. Recht sortiert momentan das Feld, keine unmittelbaren Kämpfe. So, ihr fahrt sofort in die Überzeit. Noch weiterfahren, weiterfahren. So, ihr seid alle fertig. Gewonnen hat der Lauf der Heiz vor dem Helge Behrens, vor dem Christoph Dünkel.